Ja, Meinung zu Mané. Bitte, bitte, Hasan Salihamidzic, bitte, mach das Ding. Mach das Ding. Also ohne Witz, Mané bei Bayern. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte es mir immer gewünscht, aber ich habe es nie ausgesprochen, weil das Ding ja einfach eigentlich so abwegig ist. Ja, Mané zu Bayern würde ich sehr, sehr, sehr begrüßen. Ich weiß nicht, wie das finanziell machbar ist. Da kenne ich mich absolut zu wenig aus mit dem Business. Aber Mané zu Bayern, gebt gerne her. Also wirklich, Sadio Mané bei Bayern. Wenn dieser Deal über die Bühne geht, dann fahre ich zu Brazzo und küsse seine Nüsse. Ich sag's euch, wie es ist. Ich fahre zu ihm. Also, ich glaube, das wäre dann auch mal wieder so ein. Was? Dortmund hat 8 Spieler geholt. Wir holen einen. Aber wäre ein absoluter Big Deal. Gnabry dann verkaufen. Boah, also. Ich liebe Gnabry. Ich liebe Gnabry so sehr. Ich feiere den einfach menschlich auch total. Es würde schon wehtun, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich dann genau, ja, obwohl, man weiß ja auch nicht, was mit Lever ist. Es würde wahrscheinlich genau darauf hinauslaufen, dass halt Gnabry dann auch gehen muss. Aber Mané bei Bayern. Ja, da würde ich mich absolut sehen. Da würde ich mich absolut sehen. Ja, das ist meine Meinung dazu. Er hat es angekündigt, er will weg. Und Bayern ist in der Pole Position. Das habe ich jetzt schon von mehreren Quellen gehört. Sky vor allem, eine sehr vertrauliche Quelle. Nur her damit. Boah, wäre das ein dickes Ding. Das wäre ein richtig, richtig, richtig dickes Ding. Thank you.